wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Es ist so bescheuert. Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries katholischem Kinderschnee. Wow, vor meiner Kirche, da ist ja ein Winterwonder-Wonneland mit christlichen Kreis Industries Schnee. Hui, ich friere ja gar nicht. Aber Moment mal, oh Gott, ich werd ja stocksteif. Oh nein, eine Flucht ist damit komplett unmöglich. Oh großer Gott, da hinten kommt Pater Johnson. Jetzt neu von Kreis Industries. Was soll das, ey? Fängt er irgendwie an so, ey, weißt du was? Ich hab was Neues erfunden. Schnee. Schnee. Ich so, hey, Schnee ist doch uralt, das ist nur gefrorenes Wasser. Ja, ja, aber meiner, der ist eben nicht aus Wasser. Und Kinder werden dadurch steif, aber Erwachsene nicht. Alles, was vor der Pubertät ist, wird steif. Erwachsene werden das später. Oh Gott. Erwachsene können sich frei bewegen. Während die kleinen Knaben steif gefroren sind, können Erwachsene sich frei bewegen und austoben. Das ist schon ekelhaft. Ja, du widerlicher Mensch. Was in deinem Kopf nur abgeht. Wo bist du? Fünf. Alter, direkt hat er dir den Fünfer präsentiert. Hier, Fünfer. Im Islamabad. Alter, im Islamabad. Ist ein lahmes Bad. Oh, und Frost habe ich, glaube ich, gesehen. Uff. Hier drüben ist auch noch ein Witcher. Ja, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Der Wo bist du? Ja. Und Frost. Goodbye. Hat er geredet? Nö. EMF und Frost. Oh mein Gott, ich bin tot! Ernsthaft? Ja! Alter, guck, dass du da wegkommst! Dein Schnee funktioniert bei dem nicht, der ist wahrscheinlich schon in der Pubertät. Ich bin schon 13. Oh Gott, nein, er ist 13. Alter, wieso hat er schon gejagt? Was geht denn da ab? Der Alter, er hat so eine Doppeljagd gemacht, was ist das denn? Bist du immer noch im Jagdmodus? Ich bin draußen. Uff. Ich Alter. Bin schon 13, hat er gesagt. Und dann hat er mich geholt. Der war super aggressiv. Was könnte es denn noch sein? Warte mal. Fingerabdruck könnte es noch sein. Buch könnte es noch sein. Orb könnte es noch sein. Du musst meinen Tod rächen. Ja, nee, wegen dem Brett wahrscheinlich nee, irgendwie. Orb könnte es nicht sein. Hast du es angemacht oder was? Ich hab's hochgehoben. Weil ich hätte ihn da schon erzürnt. Also Geisterbox könnten die Zwillinge sein. Dots könnte es noch sein. Geh mal mit einer Box und einem Fingerspreizer rein. Ja. Ich hole mal den Fingerspreizer. Und die Box. Oh, hier liege ich. Geht's nicht gut. Ich bin stocksteif durch den Kreis Industry Schnee. Durch den Chemieschnee von Kreis Industry. Alter, wer dich über die Couch gebeugt hat. Ja, klar, der hat mich gerimmt. Wer da liegt? Der hat mich abgerimmt. Wo bist du? Oh, jetzt höre ich dich irgendwie hier voll laut. Weiß ich nicht. Bist du hier? Und, ist er hier? Er redet nicht. Was willst du? Bist du ein Kind? Es hat gelacht wie so ein Kind. Ja, so leicht gegickert. Was willst du? So ein Delfin-Gör ist das. Er bewegt hier Sachen, Türen. Guck mal mit dem Finger, Mann. Ja, er bewegt. Ich höre auch Geräusche. Schon wieder? Irgendwo gehen die ganze Zeit irgendwelche Türen. Ich sehe ja keine Türen mehr, weil ich im Geistermodus bin. Naja. Da werden alle Türen abgehangen. No Doors Mode. Der ist doch super aktiv. Naja, vielleicht sind es verbotene Zwillinge. Könnte auch sein, ne? Was wären denn. Aber Zwillinge wären ja Box. Ja. Also fingerabdrucktechnisch sehe ich nichts. Der Geist heißt, Helen Miller. Helen Miller! Erscheine!
werde jetzt nochmal, jetzt, warte mal, das Fingerding werfe ich erstmal hier im Müll, das braucht keiner. Ich werde jetzt kurz Dots reinstellen, noch schnell. Ich glaube, die Katzenfotos im Haus. Boah, der ist aber schon aktiv, der Geist, ne? Sehr, sehr aktiv. Der ist ziemlich active. Werd mal hier so ein Dotti hinmachen? Der war ja im Badezimmer irgendwo, ne? Da haben wir schon eine Cam. Ja, aber hier in der Küche macht er auch Aktivitäten. Ich werde eine neue Seite gründen, muschipix.org. Toll, als gäbe es nicht. Die gibt's doch nicht, ne? Gerade eben geguckt. Mit Katzen. Nur mit Katzen. In dem Moment, wo die Folge hochgeladen wird, existiert sie aber. Oh, der geistert hier in der Küche, in der Köken, Teller gemöft. Ich sag ja, der macht auch in der Köken Sachen irgendwie. Jetzt hier reingucken, ob ich im Dotter was sehe. Also in Dotter 1. Alter, jetzt hat er wieder im Bad was bewegt auch. Ah ne, jetzt bist du, ne? Das bin ich, ja. Ach schon. Du, Klopapier ist doch wieder gerade im Moment hoch im Kommen. Und Windeln. Ja, hatte ich gestern eine bei mir an der Kasse. Die war vor mir an der Kasse. Die hatte, weiß ich nicht, also die hat locker 300 Pampers gekauft. Windeln ist im Moment auch so Gold. Pures Gold, Windeln. Rolex, vergiss es. NFTs und sowas, vergiss es. Windeln und Öl. Profis investieren in Windeln und Öl. Klar, wenn du dem Kind nur Öl zu trinken gibst, brauchst du auch einen Haufen Windeln. Schauen wir mal, ein sehr aktiver Geist. Welcher Geist hat denn so aktive Aktivitäten? Ein Aktivist. Geisteraktivist. Ja, welcher Aktivist ist denn sehr geistig? Keine Ahnung, vielleicht auch ein Jindo. Ein Dünn-Gin. Oder Zwillinge, die wirklich hier so ein doppeltes Lottchen mit dir abziehen. Aber ja. Zwillinge wäre doch Sprechbox, oder nicht? Ja, aber vielleicht haben sie keinen Bock. Keine Ahnung, kannst du auch ins Blaue raten. Vielleicht ist es ein Ginny. Wenn es Dots wären, wäre es ein Onni. Ja, aber Dots ein Buch wäre ein Shade. Hast du ein Buch reingelegt? Nee, das kann ja ewig dauern, bis der ins Buch schreibt. Ja, stimmt auch wieder. Egal, ich leg's mal rein. Vielleicht hört man es ja trotzdem krickeln. Nur noch mal schnell für den Fall. Es gibt eh wieder nur 60 Dollar oder ja, so. Ja klar, es gibt wieder nur 60 Onnies. Weil wir im Moment unser super Sparangebot haben. Schreib in das Buch. Gib mir ein Zeichen. Was willst du? Er redet nicht, ne? Also vorhin hat er nicht gesprochen. Vorhin hat er nichts gesagt. Eben, hast du Licht angemacht? Ja. Ja, aber dann ist es vielleicht ein Buch. Weißt du, dass es vielleicht ein Buch ist, weil ein Buch dauert auch sehr, sehr lange. Mit dem Buch kannst du wahnsinnig Pech haben. Zeig dich! Ist denn in der Garage, in der kleinen Absteckecke da hinten noch ein Brett? Oder hat sich das aufgelöst? Das liegt hier noch rum. Hat halt richtig Brettzorn, der Geist. Ah, da war er, Dotti. Ja? Ich hab einen Dotti gesehen, ja. Dann ist es ein Onni. Ich hab einen Dotti gesehen. Ich hab einen Dotti. Guck mal, was wir alles mitgehen haben lassen. Guck mal da auf den, Monitor. Dots. Nee. Ja, siehst du, wir brauchen alles. Ja, Geld, wir nehmen uns einfach ein paar Sachen hier, zack. Ja, ist mitgenommen. Die Tassen kosten im Sparmarkt 1 Euro. Ja. Und ist Toilettenpapier, die Rolle irgendwie 2,50 im Moment. 250. 5 Dollar habe ich bekommen und du? 30. Alter, wir gehen pleite, was ist denn los? Wir verarmen. Verarmen vor uns hin. Wir gehen noch pleite an den Geistern, ich sag's dir. Ja. So können wir nicht mehr weitermachen.
Wir müssen aufhören mit diesen Super-Sparangeboten. Wir müssen einfach die teuren Geräte austauschen gegen die günstigen von Tyco. Du willst immer alles von Tyco austauschen, weil Tyco einer deiner Firmen ist. Ja. Wir verwenden noch Geräte von Tyco. Die laufen nämlich mit Kinderseelen. Mit Kinderseelen? Kinderseele ist im Moment aktuell billiger als Heizöl. Wahrscheinlich sogar wirklich. Ja, aber die Produktion dauert länger. 9 Monate, bis so eine Seele gereift ist. Ja, aber wir haben doch eine Seelenfarm. Eine Seelenfarm, und im Keller wie bei Matrix. Ja, unten im Keller habe ich 40 angekettete Frauen. Der Zyklus ist bald abgeschlossen. Wie bei Matrix, so große Pflanzbäume, was ist? Ja, so sieht dein Keller aus. Ich habe nicht mal einen Keller. Ja, würde jeder sagen, der einen Seelenkeller besitzt. Ich habe wirklich keinen, es wäre voll gut, wo wenn ich bist nicht mehr du? Weiß, wenn mit dem ganzen Zeug, was man so als Stauraumstopfer benutzen kann. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Öffne eine Tür. Hier, im Eingang. Ein Hallway Ghost. Na hier, direkt. Der will eigentlich raus, der Geist. Guck, der ist schon fast draußen. Der ist schon fast draußen gewesen. Oh ne, hier im Wohnzimmer ist nochmal richtig splitschen. Mach mal hier so was hin. Aber er ist so in Richtung Ausgang, ne? Ja. Oh, er hat die Schublade bewegt. Alter, so ein Schubladengeist. Schubidubi-Geist. Schubidubi-Lade. Schubidubi-Dubi, ich lang dir an die Lade. Bubbel. Im Wohnzimmer an der Couch ist ein Bubbel. Mein Onkel hat mir an die Schubilade gelangt. An der Schubiladen-Couch? Ja, so da, genau. An der Schubiladen-Couch. Schokolade. Gib mir so eine Schokolade. Und habt ihr noch ein bisschen Schoki? Schokolade. 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 Habt ihr gerade Schokolade gesagt? Schokolade. Wo bist du? Bist du ein Kind? Alt. Alt und welk, hat er gesagt. Alt und welk, also haben wir schon mal 2 Sachen. Dann haben wir Geisterbox und Geisterorb. So, EMF ist dann schon mal weg. Könnte Yokai sein, ne? Tokyo-Yokai. Tokyo-Yokai. Frost, Dots und Buch könnte es noch sein. Ich hau dir mal Bücher rein. Irgendwie habe ich wieder so ein leichtes... Ich schau mal auf die Dots, ob sich was tut. Ich habe so eine leichte... Lektürenschwingung habe ich hier. Sieht man die Dots denn gut? Ja, relativ. Aus der Flurcam halt. Siehst du beide im Endeffekt. Schokolade. Können wir nochmal Dings machen hier? Ein bisschen Lecksalz hingemacht. Finger können es gar nicht mehr sein, oder was? Nee. Oh, Buch. Direktes Buch, ja. Direktes Buch. Ich wollte nochmal Kerzen reinstellen, kurz. Vielleicht blaut er richtig aggressives aus. Abbuchen. Da abgebucht wieder, das kenne ich. Ja, bei dir buchen sie auch immer ab, ne? Ständig. Keiner drauf, nur ab. Oh, Kerze ist auch schon ausgepustet. Hey, ich glaube, der hat eine Tasse geflippt. Wenn du jetzt noch Zeuge eines Geister-Events wirst, dann hätten wir alle Quests sogar noch. Aber... Wo bist du? $90 oder so. Ah, gibt eh nix. Lass uns gehen. Was war's jetzt? Marel, oder? Ja. Ja. GGG, ne? 3Gs hat er gemacht, die 3Gs. Buch... Was? Geisterbuch, Geisterorb und Geistertalk, nee, Geisterbox. GGG Ghost.
Das war ja easy. Wir waren jetzt gerade mal 4 Minuten da drin. Was? $135. Mare ist noch hoch im Kurs. Ich dachte, die wären letztens so gedroppt. Ja, Mare Coins sind immer dabei. Die guten alten Marinos. San Marino. San Marino Coins. Nicht schlecht, nicht schlecht. Not bad. Not bad. Schön ein paar Marellos eingesackt. San Marello. Die San Marellos, die extra starken. Ich krieg eine Packung San Marello. Das war genau wie so eine Kippenmarke, oder nicht? Ja, ja. Ja. San Marellos ohne sind für Kinder gut. Ohne Filter. Mit ganz viel Zucker. Hui, meine Lunge ist karamellisiert. Ich hab Schmerzen beim Atmen. Zuckerretten. Ich hab eine Kaugummi-Zigarette geraucht. Jetzt hat sich meine Lunge karamellisiert. Au, oh, das sticht. Wir von Kress Industries haben feinsten Industriezucker mit Tabak vermischt und dieses neue Wunderprodukt entwickelt. Wow, macht das erfrischend süchtig. Christliche Zigaretten für Knaben. Zum extra lange dran lutschen. Mit dem extra Lutsch. Mit dem extra Lutsch. San Marello. Die San Marellos. Vom Papst empfohlen. So wird Lungenkrebs zu keiner Sünde. Und der heilige Marello hat immer eine Fluppe im Mund. Räucherfluppen. Räucherfluppen. San Marellos Räucherfluppen. Mit da jedem ist richtig Zug. Viel Myrrhe drin. Wow, die Myrrhe batscht. Der Myrrhe wird mir ganz schwindelig, aber so bin ich offener für den Heiligen Geist. Wow, gestern ist der Geist in mich gefahren. Es hat ein wenig gestochen. Gestern ist ein Heiliger Geist mit einer Tube Gleitgel in mich gefahren. Das gute Longlasting-Gel. Jetzt neu von Kreis Industry. Gleitgel, keine Tränenformel. Oh Gott. Oh Gott. Hast du hinten Licht angemacht? Nee, weiß ich nicht. Da vorne steht es auf der Tube drauf. Keine Tränen. Wie auf diesem Shampoo? Ja, meine ich ja. Wie auf Kindershampoo. Gleitgel mit keine Tränen. Keine Tränenformel. Also weißt du nicht, ob du Licht angemacht hast? Nee, ich weiß nicht. Ganz mehr. Hinten in so einer Kammer. Achso, bei der Küche. Nee, ganz hinten im Schlafzimmer. Achso, ja, das war ich. Wo bist du? Heiliger San Marello. Meistens ist er ja hier oder in der Küche. Öffne eine Tür. Ja, kann auch oben im Badezimmer sein, hatten wir auch schon. Gehen wir mit einer Bubble durch, also mit einem Bubble-Detektor. Der Donner. Dorothy Thompson. Alter, wir haben Dorothy beide... Timber Thompson, ha? Wir haben beide schon unter 60. Oh, ich habe eine Bubble. Wo? Boah, ich dachte, der hantet im Schlafzimmer oben. Da, wo es zu dieser Lugli-Kammer geht, dieser schräge. Hat auch so einen leicht angetäuschten Anhauchhand gemacht. Bist du hier? So einen kleinen, feinen Mund-Nase-Ohren-Hand. Ja, er hat was gesagt, konntest du nicht hören. Bist okay. Du ein Kind? Er hat auf jeden Fall gerade was gesagt. Ja, wieder vielleicht eine Mare. Geisterbox, Geisterorb. Vielleicht noch ein Geisterbooklet rein. Bin zum Beispiel unterwegs mit Dotzeln. Nimm mal ein Booklet mit.
Geisterorb, Geisterbox. DMF ist raus, Finger sind raus, Frost ist noch drin, Buch ist noch drin und Dots ist noch drin, okay. Keine Tränen vorne. Er hat auch ein M4. Ist M schon raus? Ja, ne? Ja. So. Ich könnte mir eine Doppelmare vorstellen. Durch die Werbung für San Marello hat sie wahrscheinlich... Wo war die Bubbel? War hinten so einem Eck. War da gerade ein Dottel? Bin ich mir nicht mehr sicher. Hab im Augenwinkel was gesehen? Ob's jetzt... Hast du eine Cam über die Dots? Noch nicht, die kommt jetzt. Kann es sein, dass ich gerade im Augenwinkel schon Dots gesehen habe? Ja! Ja, echt? Ja. Das ist ein Yokai. Ein Yokai Dotti, Dotatatotti. Ja, kann man schon wieder gehen, ne? Dann können wir schon wieder gehen. Ja, easy. Vielleicht können wir noch einen kurzen Tangle-Abstecher machen. Schöne Triplette gemacht. Schöne Triplette. Abstecher in den Tangle. Na, schauen wir mal. War es ein Yokai? Ja. $60. Wow. Wir werden echt reich. Na, gehen wir ganz kurz in den Tangle und dann sind wir durch für heute. Dann ist die Schicht wieder vorbei. Schicht im Schacht, du kannst aber glauben. Haben wir die Schicht wieder gemeistert, ne? Standard Equipment wählen und los. So. Der alte Schwengel Franz. Ich glaube, ich gehe diesmal direkt mit einer Dutzend Dotzen. Was ist. Bubblecam da rein. Achso, Bubblecam, ja, dann gehe ich mit dem. Mit dem Bleeper. Du bleepst, ich bubbel. Bist du der Bleepen? Wo bist du? Was willst du? Strom eingeschaltet. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Aber wir haben nie wieder einen Dämon, ne? Schon lange nicht mehr gehabt, ja. Bist du hier? Wo bist du? Öffne eine Tür. Der Donner. Was gehört? Wo? Weiß nicht. Ich bin hier oben in diesem Schlafzimmer, aber ich habe irgendwo was umfallen gehört. Ich auch. Hier hinten 5 Tasse. Hier hinten 5 Tasse. Nochmal. Schlappen. Tassen schlappen. Also macht dann 5er hier in der Kammer oder was? Ja. Der ballert uns voll den 5er rein. Ich hole mal einen Dotz und einen Sprechkäse mit. Sprechkäse. Oh, wir sind bei 71.
So, Buch? Wolltest du nicht ein Buch mitnehmen? Nee, ich hab dort so einen Sprechmann. Achso, dann nehme ich mal ein Buch mit und vielleicht noch eine Fingerlampe. Ey. Wo bist du? Was willst du? Gib uns ein Zeichen! Hast du gerade am Lichtschalter rumgespielt? Eine Taschenlampe habe ich angemacht und aus wegen. Wo bist du? Er ist auf jeden Fall hier drin. Oder er verarscht uns richtig heftig. Das traut er sich nicht mehr. Die wissen, was passiert. Ich habe nämlich ein paar neue Reinigungsrituale entwickeln lassen. Reinigungsmagie. Fingerprintmäßig finde ich jetzt gerade nüscht. Hier auch nichts, oder? Am Lichtschalter? Ne. Noch mal ein Bannkreis aus Salz ums Bett. Ums Bettelech. Ums Bettelech. Ums jiddische Bettelech. Also bis jetzt haben wir nur den Ämpfel. Wo bist du? Wo bist du? Oh, Dotti. Klein Dotter-Rush hat er gemacht. So. Öffne eine Tür. Ja, so sein. Geisterbuch kann es nicht mehr sein. Oh mein Gott. Geisterbox kann es noch sein. Und ein Orb könnte es auch noch sein. Alter, der stand eben vor mir. Was hat er gesagt? Ja. Dass du irgendwie nach abgelaufener Mayo riechst. Und du sollst es einstellen. Stellen Sie das bitte ein. Ring-a-rang-a-rose, death pocket full of poison, ashes, ashes, we are falling down. Ups. Hast du die Tür gerade bewegt? Nein. Beep, 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 ba, 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 ba. Doop, 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 doop. Also er macht da drin auf jeden Fall Aktivitäten hoch 10. Ja, ja, der gibt sich ordentlich. Er macht ja so eine richtige Geistersause. Er hat auch eine ganz kurze 10er Spitze gerade. Was haben wir denn noch? Frost könnte auch noch sein, eventuell, ne? Aber wir trinken kein Salz und nichts. Vielleicht will er nicht. Gib uns ein Zeichen! Mein Grün. Gesprochen. War das eine Box? Ja. Oh, Raiju. Also, Raiju? Ah, ne. Wow, 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 was geht jetzt? Alter, macht darin richtig Disco-Party-Party mit rotem Licht und allem. Er spielt mit Strom. Ne, ein Gespenst. Ist das Gespenst? Ja, ich hab irgendwie verklickt. Gespenst. Ist doch Gespenst. Das ist der. Alter, der hat da drin richtig abgepartied. Immer gedickdödelt heute wieder. Ich habe einen sehr dicken Dödel. We like to party. The Venga Boss is... So, hast du Gespenst reingemacht? Ja, ich habe ein Gespenst, nein. Na dann fahren wir ab und dann ist Feierabend, ne? Der Schießer Gespenst, ja, sicher viermal heute wieder. Also doch noch Profis. Doch noch die Lizenz gerettet. Na, ist ja nicht auf Ultra Hardcore, nur die Ultra Hardcore mit blind Augen verbinden vor PC und nur Finger abhacken. Zunge. Aber guck mal, gib mal wieder ein bisschen mehr Geld. Bis zum nächsten Mal. Bewertung da lassen, auf Wiedersehen und ciao.